Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Hallöchen, meine Lieben, grüße euch, dich hier zu meinem neuen Video, ja, zum Vlog. Ganz spontan habe ich am Abend einfach begonnen. Ich hatte einfach Lust drauf, dachte ich nehme euch einfach mit. Und deshalb, ja, herzlich willkommen und bleibt bis zum Ende dran. Genau, ich habe jetzt hier eine Spülung fertig gemacht. Upsala, leer gemacht. Diese hier, die ist richtig gut. Und dann hatte ich von der lieben Bea noch so eine Haarmaske zugeschickt bekommen. Sie ist so winterlich noch. Wahrscheinlich gibt es sie gar nicht oder sie kommt aus einem Weihnachtskalender. Ist gar nicht so schlecht, also hat zwar nicht so angenehm gerochen, aber ist gar nicht so schlecht. Ich habe meinen Handschuh endlich mal gewaschen, der sieht jetzt, riecht erstmals gut und ist sauber. Boah, mein Hals ist echt wahnsinnig kratzig, wir sind noch erkältet und deshalb, joa, so, ich will mein Gesicht erstmal hier peelen, dann nehme ich diesen Face Scrub. Einfach, boah, meine Hände zittern voll. Und danach mache ich eine Maske. Ja, danach mache ich eine Maske. Einfach ganz schön gemütlich. Und bereite mich für einen neuen Tag vor. Es beginnt ja eine neue Woche. Und wünsche euch auch einen wunderschönen Wochenstart als erstes natürlich. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet in die neue Woche. Ja, ich hoffe, wir starten auch gut. Denn zum Vloggen fange ich jetzt Sonntag an und genau, Montag vlogge ich noch ein bisschen für euch. Ich habe noch einige Termine. Ich muss mich beim Arbeitsamt melden. Ganz, ganz wichtig. Super, super wichtig. Und ja, ich muss so einen wichtigen Termin auch noch. Ich hoffe, ich werde das finden. Ich entdecke nicht immer so gerne neue Sachen, weil ich dann nicht weiß, wo ich hinfahren muss. Und ja, wie die Parkplätze sind. Aber ich hoffe mal, ich muss hier mein Pickelchen hier gut massieren. Ich weiß auch nicht, warum der Katar ist. Entweder vor der Periode oder keine Ahnung. Ich habe heute so viel gemacht. Ich habe eigentlich gedacht, nee, ich bin faul. Ich mache heute gar nichts. Ich bleibe faul, ich mache halt gar nichts. Und dann habe ich mir gedacht, nee, da ist es morgen viel zu viel. Und da ich halt Termine habe, dann lieber mache ich das heute. Dann habe ich alles gewaschen und geputzt. Ne? Weil der Besuch ist ja weg. Und dann kann man alles bequem putzen, das heißt Bettwäsche sauber machen und ja, alles andere, was dazu gehört, ne? Bäder putzen und ich habe Blumen gemacht, alle so schön, zeige ich euch gleich. Ja. Ich muss das mal so. Dann habe ich so schöne Geschenke von allen, einfach alle. Ich werde hier jetzt nicht erwähnen, einzelnen Namen, aber wirklich so schön. Dankeschön an jeden Einzelnen einfach. Danke auch mal an meine Schwester und den Rudi. Ja, ich weiß nicht, Vitamin C, Aloe Vera. Aloe Vera, ich nehme das hier.
Entschuldigung. Meine Augenringe ist echt bezaubernd. Ja, ich. Meine Chinchillas. Ich tue noch so eine Creme drauf. Auf die Augen. Ups. Oh, ein bisschen viel zu viel. Naja, okay. genau, ich fahre fleißig jetzt Videos machen am Montag, also ne, wenn das Video für euch raus ist. Ein bisschen hat das jetzt überhaupt gar nicht so die richtige Reihenfolge an den Videos, aber ich hoffe, das ist für euch, für dich nicht allzu schlimm. Genau, ich hatte ja mittwochs hatte ich speziell ja immer Aktion und donnerstags immer DM und so. Und in letzter Zeit ist es irgendwie gar nicht so. Und vor allem jetzt, wo mein Handy komplett weg war. Boah, die ist ja richtig, richtig. Mit irgendwas bin ich hier dran gekommen. Das ist voll rot hier. Es juckt. Ich weiß gar nicht, was ich genommen hatte. Meine Haare. Ja, auf jeden Fall, wir hatten ein sehr schönes Wochenende, bis auf das, dass mein Kind krank war. Also die Leonie lag wirklich platt mit Fieber, Husten. Die lag so kaputt und konnte das gar nicht genießen. Ja. Ich habe auch, mein Hals tut mir immer noch so komisch weh. Das ist noch nicht mal so ein Schmerz. Das ist so, wie gesagt, das ist so rau. So komisch. Naja. So, jetzt muss ich hier ein bisschen richten und ich habe schon angefangen an meinem Buch zu lesen. Mein Buch ist endlich da. Diesmal ist wirklich ein Buch da. Das und das. Eigentlich, was ich sagen wollte. So. Dieses Reise zu mir selbst. Ne? So. So. Jetzt lassen wir mal einwirken. Und ich lese. Oh. Und wie? Muss schon glatt sein, ne? Ein bisschen schön die Lippen machen. Muss ja schicki schicki sein. Das ganz aufgebraucht Video, das werde ich gleich. Und ich zeige euch jetzt mein schönes Buch. Also ich zeige euch einmal hier die Blumen. Ich habe sie voll schön gemacht. Hier sind nur Tulpen, einige Sorten, einfach alle zusammen. Genau, Salzstreuer habe ich drauf gelassen. Übrigens, diese Spezi schmeckt mir überhaupt gar nicht. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen probiert, wirklich nur ein paar Schlücke. Und hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Irgendwie, keine Ahnung. Würde ich nicht nochmal nachkaufen. Dann schaut mal hier. Habe ich nur Rosen sortiert und hier habe ich einen kleinen Blumenstrauß einfach hier drin im Körbchen stehen. Dann habe ich hier diese Blumen aussortiert, was mein Mann mir geschenkt hat aus dem Strauß. Genau, ich habe mal diese gesunde Pflanze da ein bisschen zusammen gemacht, ein bisschen Stütze gebracht. Genau, meine Gürkchen und meine Erdbeeren und so weiter. Hier habe ich weiteren Blumenstrauß und hier habe ich weiteren Blumenstrauß. Die habe ich jetzt alle ordentlich gemacht. Sieht wenigstens gut aus. So. Und dann Stunde der Wahrheit. Oh, ich kann mich doch gar nicht hinsetzen. Ich muss mal Trockner ausräumen. Aber ich wollte euch kurz das Buch zeigen.
Und zwar ist das meine Reise zu mir selbst. Es ist so dick. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Seiten das hat. Aber können wir mal gucken, wie viele Seiten das hat, so ungefähr. Ist mir schon auch so ein bisschen interessant, was ich alles lesen muss. Ne? Billig. Kennt ihr das? Gestalten mit uns. Also das sind 376 Seiten. Also für mich ist das schon sehr, sehr viel, weil das mein allererstes Buch ist, was ich jetzt hoffentlich wirklich bis zum Ende lese. Ich muss das, ich will es. Ja. Sabrina Fleisch hat das Buch geschrieben. So. Machen wir uns gemütlich. Ich werde ich jetzt ein bisschen lesen, solange die Kleine so ein bisschen Nickerchen macht. Und jetzt erstmal auch Waschmaschine und Trockner ausräumen und solange einfach die Maske einwirken lassen. Und dann nehme ich euch später nochmal was mit. So, meine Lieben, wir sind am neuen Tag. Also wünsche euch einen wunderschönen Montag. Ja. Ich bin noch kranker geworden, noch mehr irgendwie erkältet, keine Ahnung, warum auch immer, ist mir schlimmer geworden. Mein Hals, es geht nur zwischendurch meine Stimme weg und die ist halt, es kratzt so, es tut nicht mehr weh, aber es kratzt. Dann meine Nase ist immer zu und läuft und mein rechtes Ohr tut mir so sau weh, es tut mir so schlimm weh. Ich habe kaum geschlafen heute Nacht, so sehe ich auch aus. Meine Augenringe und so. Ich habe mich fertig gemacht. Werde gleich frühstücken, die anderen wecken. Und habe fast eine Stunde gebraucht, bis ich einen Hausarzt oder einen Hals-Nasen-Ohrenarzt erreiche. Ich konnte beide gar nicht erreichen. Dann ging aber Hausarzt dran, da war ich froh, wenigstens einer. Ja. Und da habe ich jetzt um 11:30 Uhr einen Termin. Werden wir sehen, was es ist. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich die Verschlechterung. Das ist so wie eine Mittelohrentzündung oder halt Ohrenentzündung. Ich weiß jetzt halt nicht. Muss ja der Arzt gucken. Deswegen werden wir mal sehen. Bin selber ganz gespannt. Keine Ahnung. Also die Kinder sind in der Schule, denen geht es etwas, also auf jeden Fall um einiges besser, so dass sie fieberfrei sind und keine Halsschmerzen haben und so. Nur halt noch etwas Nase zu und alles, aber sonst ist besser. Ja, also mir ging es ja eigentlich auch ganz gut, aber keine Ahnung, irgendwie ist es seit Sonntag so ein bisschen schlechter geworden. Vor allem ist, wie gesagt, das kann ich alles aushalten, das ist ja nicht so schlimm, aber wenn mir das Ohr weh tut und heute ganze Nacht habe ich das eingecremt, gewärmt und so weiter, aber das ist gefühlt überhaupt gar nicht besser geworden. Naja, jetzt werde ich essen. Ich habe hier zwei Spiegeleier und Haferbrei mit Haferflocken halt. Ja. Das esse ich jetzt und dann, ja, sage ich euch Bescheid, wie es beim Arzt rausgekommen ist. Ich musste auch meinen Termin heute absagen, weil ich da gar nicht hingehen konnte. Also allgemein, mir geht es eigentlich so überhaupt gar nicht so gut. Naja, egal, werden wir jetzt sehen. Ich werde jetzt erstmal essen. Also piep, 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 guten Appetit. So, meine Lieben, boah, jetzt ist meine Kamera ist irgendwie so dreckig. Wir sind zu Hause mit meiner Anna. Ja, ich muss hier dreimal täglich Amoxicillin einnehmen. 1000. Drei Tablettchen. Ja, Xenia hat Mittelohrentzündung. Das ist Katastrophe, ey. Deswegen tut es mir halt alles voll weh. Also sehr, sehr schlimm. Das können die Nachteile, also Nachteil, beziehungsweise
ja, die Verschlechterung der Erkältung sein, sagen wir mal so, weil ich schon ungefähr, ja, ich keine Ahnung, wie ich krank bin und mal ist es 2, 3 Tage gut, mal ist es wieder, mal, ne? Und die Kinder waren ja auch alle krank oder sind noch ein bisschen krank und deshalb, ne? Wer schreibt mir hier? Ja. Und deshalb natürlich darf die Xenia auch krank sein. Naja, nicht schlimm. Antibiotika trinken mag ich zwar nicht, das sind bestimmt Riesentabletten, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Mach mal auf. Ich muss auch alle 20 Tabletten zu Ende trinken, sagte sie. Ja. Ja, ich mag keine Tabletten. Ich habe gesagt, kann ich nicht was Flüssiges trinken? So, am besten Kinderantibiotika. Sie so, nein, sie brauchen die Dosierung. Ja, das sind Riesentabletten. Riesentabletten! Ich mag das nicht. Die sind zumindest rund, die kann man, also so oval, ja, die kann man schon gut runterschlucken, aber die sind so groß. Ich kann das aber nicht. Ich muss trinken, ob ich will oder nicht, weil ich so heftige Schmerzen habe. Das ist. Ich glaube, ich mache das auch gleich warm und ziehe eine Mütze an, weil es so heftig wehtut. Das gibt es gar nicht. Ja, ihr Lieben, so fängt das für mich an. Die neue Woche. Genau. Ja, aber wir machen das Beste draus. Die Anna wollte so ein Rotkäppchen. Rotbäckchen, Rotbäckchen, kleines Lächeln, morgenstark mit 10 Vitaminen und Provitamin A. 1,25 kostet so eine Flasche. Ja, ich wollte die Anna unbedingt, da es rosa ist. Und wir haben auch noch was Schönes für zum Lesen bekommen, so eine Kinderzeitschrift. Da ist so ein schönes Poster drin. Wahnsinn. Ja. Meine Lieben, ich wollte euch noch was sagen. Und zwar, ich wusste das bis heute gar nicht, dass meine liebe Isabella Hinz, Hinz heißt sie, glaube ich, ne? Also nicht, dass ich was Falsches sage. Ich werde sie hier in diesem Video verlinken. Ich wusste nicht, dass sie, dass sie auch YouTube macht, dass sie Videos hat. Ja, Isabella Hinz, die verlinke ich. Sie macht Shorts. Sie hat auch schon 195 Abonnenten. Und ja, sie hat mir heute geschrieben, privat, Roxenia, wenn du Lust hast. Natürlich habe ich Lust. Hätte ich das früher gewusst, ich habe das total verpeilt. Total verpeilt, boah, meine Ohr. Und deshalb habe ich sie auch direkt abonniert. Das ist natürlich direkt, muss es sein. Und wer Lust hat natürlich und auf positive, schöne, leichte Shorts und süße Isabella, ja, dann könnt ihr gerne ihr auch folgen, beziehungsweise ein Abo dalassen. Ja, da freut sie sich ganz, ganz bestimmt. Und ansonsten wünsche ich euch alles, alles Gute. Wie gesagt, nochmal eine positive und gute Woche. Trotz allem, wir bleiben stark, wir bleiben positiv. Alle gute Dinge und ja, wir machen alle das Beste draus, egal was. Denke ich mal, wir müssen das einfach machen. Gell? Ja, hab euch lieb und freue mich natürlich über die Däumchen nach oben. Kommentieren nicht vergessen oder ein Smiley, ein Herzchen da lassen. Über ein Abo würde ich mich auch freuen, falls du neu auf meinem Kanal bist. Herzlich willkommen. Ja, und dann bis morgen, bis zum neuen Video. Tschüsschen. As the chemicals, they take us higher.